Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. Es müsste bereits der Freitag sein. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüße euch. Hallo. So, zack. Wir haben in der letzten Folge einen neuen Drescher gekauft. Ist noch nicht gelabelt. Ist noch nicht gelabelt. Ich sag das nochmal. Ist noch nicht gelabelt. Aber was nicht ist, kann noch werden, ne? Sagen wir es mal ganz vorsichtig so. So, was ist hier eigentlich passiert? Müssen wir ein bisschen aufräumen. Und er hier muss auch gleich wieder los, weil der war noch nicht fertig. Nee, der andere war das. Hier irgendeiner da hinten. Der JCB war das, glaube ich. Du stehst auf schwarz. Bin ich alles schwarz? Ja, was heißt stehen? Ich sag euch ehrlich, ich habe da mal so ein Video gesehen, so ein YouTube-Video, von so einem Lohner. Und der hat ja auch alle Maschinen in schwarz. Ne? Ich fand das so geil. Mach ich mich ja, kein Problem. So, hier wird gefahren. Immer gut. Hier wird nichts gemacht. Auch immer. Ne, natürlich nicht gut. So, aber du kommst gleich mit, weil du wirst woanders hingeparkt. Wobei ich kann dich... Oh, nee, das geht nicht aus. Das schaffe ich. Kann hier nochmal kurz Sprit reinmachen. Kann den auch nochmal mit Kalk füllen. Wir haben noch ein bisschen Kalk im Lager. Von dem her können wir das noch hinbekommen. So, passt. Schwarzes, andere weiß. Ja, ist halt so. LS Westhof ist auch sehr schick in weiß. Weiß ist natürlich geil, aber ja, wir haben ja so ein paar weiße Fahrzeuge, ne? Wir haben auch den weißen Fan zum Beispiel, gefällt mir richtig gut. Aber ja, glaube auch, dass diese Farbgeschichte jetzt auch nur mehr für den LS relevant ist für mich. Ich glaube, dass wir im nächsten LS, wenn einer kommen sollte, es wird einer kommen, die Frage ist nur wann, ich glaube, dass ich da wieder auf Basic bleibe. Also einfach so, wie die Hersteller gesagt haben, so soll meine Maschine aussehen, so werde ich das auch dann lassen. Aber dann haben wir, ne? Sage ich jetzt. Mal gucken, wie es dann ist, wenn es soweit ist. Ja, genau, Jan. Genau das ist es nämlich. Also, man muss dazu sagen, ich habe mich gebessert. Ich habe mich sehr gebessert. Ich habe mich noch an pinke Traktoren und also, ne? So, geparkt. Das muss ein Drescher sein, den können wir jetzt erstmal stehen lassen. Der geht jetzt... Ja, was machen wir da, Chat? Das ist die Frage. Was machen wir mit dem Düngersteuer? Was machen wir mit dem Düngerstreuer? Dann wird Werner viel Waltra haben. Achso, weißt du, weil Waltra auch... Ja, ja, gut. Guck mal, ich glaube, ich lasse mir dafür nächste Woche so einfallen. Im allerschlimmsten Fall nehmen wir den Frontlifter mit rein. Der Problemlöser... Ja, wir haben ja noch einen Problemlöser, weißt du? Das ist ja... Er ist ja nicht aus der Welt. Er ist nicht aus der Welt. Die Frage ist nur, ist denn die Zeit des Problemlösers abgelaufen auf dieser Karte? Weil natürlich es immer mehr wird, es wird immer größer. Also, kann auch sein, dass ich mich nächste Woche von den beiden verabschieden werde. Ich weiß es nicht. Moni, einen wunderschönen. Grüß dich. Was hältst du von dem 600er LS? Bin ich bei dir, Jan? Bin ich bei dir? Ich versuche aber auch, und das geht bei den kleineren Traktoren sehr, sehr gut, versuche halt auch relativ, also die Marken nicht zu mischen, das wäre jetzt falsch, aber ich möchte so viele Marken, dass viele Marken vorkommen. Also ich sage jetzt nicht, dass wir nur eine Marke im Hof haben, das nicht, aber ihr seht ja, ich hab Deutz, ich hab, keine Ahnung, ich hab Waltra, ich hab John Deere, Fendt natürlich. Es sind einfach so viele Marken, die es im Spiel gibt und ich finde es einfach schade, dass man sich immer nur auf eine Marke fixiert. Ja, kann man machen, wenn man das möchte. Bin ich auch fein mit. Aber, ne? Kubota wäre tatsächlich eine Idee. Wobei, wir haben den kleinen Kubota. Den würde ich jetzt mal als Traktor einfach mal abstempeln. Das ist das Ralf Lieblingsmobil. Ihr kennt das alle. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Hier, Meister Ferguson zum Beispiel. Der Kleine ist tipptopp. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Der macht sein Ding und fertig. Man könnte halt sich, Steyr zum Beispiel, man könnte sich halt überlegen, wenn ich jetzt so einen sehe, ne? Wenn man natürlich eine kleine Armee, vorsichtig formuliert, aufbauen von kleinen Schleppern,
dann müssen die nicht jetzt primär einfach nur vorne im Gerät hängen, sondern können auch variieren. Weil was sind die kleinen Geräte, die wir am Hof immer noch brauchen, Chat? Schneidwerk von A nach B bringen, kleiner Traktor. Kalkstreuer, Düngerstreuer, kleiner Traktor. Was haben wir noch? Theoretisch dieses Bodenprobengerät, kleiner Traktor. Wäre nicht das Problem. Zettern geht mit dem kleinen Traktor. Also wir müssen nicht immer die großen Pötte auspacken, ne? Das ist auch, und wenn wir uns mal ganz kurz anschauen, ich glaube nämlich sogar, dass die Göweil 160 PS braucht die nur. Also das ist jetzt auch nicht so extrem. Wisst ihr, was ich meine? Der GT kann das auch, ja. Aber das, was mich halt am GT ein bisschen stört mittlerweile, die Fronthydraulik fehlt mir halt. Und die, das haben wir jetzt gesehen. Also ich habe das immer so ein bisschen geduldet, solange ich keine Fronthydraulik brauche. Jetzt, wo ich sie brauche, wird es halt echt eng für den Kollegen, ne? Dennis, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Weil dann fliegt auch mal so ein Mobil einfach weg. Ne? Ja, auch. Ja. Muss man mal gucken. Vielleicht gibt es auch nochmal einen Umschwung hier auf der Marsch. Vielleicht werden einfach nochmal ein paar Fahrzeuge weggeschickt. Wie man so schön sagt, in den Osten verkauft. Haben wir noch Saatgut drin? So. Das war die 19. Ja, halt deinen Scheiß. Party ist halt auch nicht so. Ist halt vorbei, wo ihr glücklich seid. Nee, sagen wir das nicht. Letzter Weg. Und einen kleinen Steier. Ja, wäre auch, wie gesagt, es gibt viele Optionen. Also wir sind ja nicht optionslos. Aber wir können auch mal, wenn wir noch einen fähigen Moderator da haben, können wir mal eine kleine Umfrage machen, wenn ihr wollt. Würdet ihr so einen reinen Fentro feiern oder seid ihr für gemischte Marken? Nur, dass ich es mal gefragt habe. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, weil es auch eine teure Geschichte ist, tatsächlich. Aber nur, dass es mal gefragt wurde, wie könnte es werden? Wie könnte es sein? Also sind wir mal ehrlich, Fendt ist halt eine der Marken, neben anderen, das muss man dazu sagen, die halt wirklich von ganz klein bis ganz groß alles anbieten, ne? Also alles, alles, alles anbieten. Only Fendt, ja, ja, ich weiß. Ich fühle das ja auch zu einem bestimmten Teil, weißt du? Ich fühle das ja wirklich. Haut ihr ohne Kamera, jawohl. Es ist leider sehr heiß. Es ist leider sehr heiß. Also was leider, es ist Sommer, ne? Was willst du erwarten? Klar, es ist auch flexibel. Deswegen habe ich gesagt, unter anderem, es gibt mehrere Marken, die viele, also die Schlepper anbieten in sehr vielen PS-Klassen. Von 100 PS bis 500 PS. Da gibt es mehr, ne? Will ich nicht sagen, dass es nur Fendt gibt. Also schon die hat auch die breite Masse. Ein Klaas zum Beispiel hat auch viele von ganz klein bis ganz groß. Auch einen Case unter anderem, ne? Ja, es wäre möglich. Guter Chat. Weil er wollte uns den Anblick ersparen, dass er nur unter Büchse vom PC... Richtig, so ist es nämlich. So, du kannst auch mal abfahren. Wohin musst du eigentlich? Kühe. Na, warte mal. Dich, das würde ich jetzt gerne mal noch ins Lager geben, damit ich ein bisschen Puffer drin habe, wenn ich mal Mineralfutter brauche. Was sagt uns das da oben eigentlich? Steine, Steine, Steine. Mineraldünger? Okay, wir haben tatsächlich nicht mehr so viel Zeug. So, dann machen wir hier rein. Ich wollte gerade sagen, lass mich doch abladen, bitte. Was ist eigentlich aus dem ATI-Parkplatz-System geworden? Das Problem ist, und ich sträube mich so ein bisschen dagegen, oder ich sträube mich davor, muss am Hof die AD-Kurse alle umbauen. Mit Hauptstrecke, mit Nebenstrecke und so weiter und so fort. Und davor scheue ich mich, weil das wird dauern. Das wird richtig dauern.
So, den räumen wir jetzt auch mal auf. Und dann, glaube ich, könnte man zum Beispiel an diesem Glas hier, an dem kleinen Süßi, könnte man schon mal einen Zettel hängen und nach oben schicken für die Heumissionen, ne? Extra Stream nur dafür. Er wird es brauchen. Ich sag dir, wie es ist, Metwurst, wird es wirklich brauchen, weil das ist eine Sache, die ist nicht in 10 Minuten erledigt. Das wird dauern. Es wird dauern. Ja, das ist toll, Itzi. Aber du verstehst meine Problematik dabei. So, wir haben ein Ergebnis zu dem Thema Rhein-Marke am Hof. Also eine Marke. 82% sagen gemischt. Also nicht nur eine einheitliche Marke, sondern würde ich alles, was der Markt uns zu bieten hat. Natürlich, Itzi, das ist eine Sache, ich bin auch 100% davon überzeugt, das ist eine Sache, wenn ich sie mache, denke ich mir, wie habe ich es vorher geschafft? Wie habe ich und mit dem Chaos leben können? Der Kniff ist nur, du musst es einmal machen und dann funktioniert es. Das ist auch ein Learning für zum Beispiel jetzt neue Projekte, wenn es zum Beispiel jetzt das 25 gibt und wenn es da die NF Marsch geben sollte und wenn es da ein Projekt geben sollte, jetzt bin ich aber dann fertig, dann ist das, und wenn es da Autodrive geben sollte und wenn es dann Cursor geben sollte, das sind 5 Variablen, dann könnte man es grundlegend anders machen beim nächsten Mal. Oder muss man es anders machen, weil man hat eben auch gelernt, ne? Martin, danke dir für 36 Monate. Vielen, vielen herzlichen Dank dir. Dankeschön. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie weit der Kollege ist, deswegen lasse ich ihn jetzt nochmal nach oben fahren. Geht da schon wieder was im Weg? Nö, geht er nicht. Sehr schöne Abstimmung. Wann kommt der Starer? Ich werde das Thema nicht los, ne? Ich werde das Thema nicht los. Ich hatte doch mal Starer drin, oder hat nicht irgendjemand sogar Starer für mich fertig gemacht? Oder habe ich das mir nur vorgestellt? Irgendwer hat er doch für mich Starer fertig gemacht. Aber wir hatten das Thema schon mal, Chat, ne? Wir hatten das Thema schon mal. Das ging nicht gut aus für alle Beteiligten. Weil der war so... Also, nee. Wir lassen das. Starer ist einfach nicht die Marke, die ich hier favorisiere. So, aber ich wollte jetzt nochmal gucken. Ist denn der Drescher oben angekommen? Der ist angekommen. Da könnte man nämlich auch den Steier zum Abfahren hinschicken. So, warum bist du jetzt aufs Feld? Nee, du bist daneben. Okay. So, abkuppeln. Bisschen was kaputt fahren gehört einfach dazu. Beachten Sie bitte die Nachricht von Modmecher. Weiß ich nicht. Achso, ja. Lass uns das gleich in der Pause machen. Schau ich gleich mehr an dem Discord. So, wichtig ist zusammenklappen. Es gab nämlich ein paar Leute, die mich angeschrieben haben. Aber die Räder, die sind schlecht, wenn ich hier dreschen will. Ja, ihr müsst den Schneidwerkswagen auch einfach wegklappen mit X. Liebe Leute, ihr könnt nicht mit ausgeklappten Schneidwerkswagen dreschen. Das funktioniert nicht. Da kommt sogar was hinten raus. So. Dann lass uns mal einen Coaster stellen. Wir machen 2 Vorgewände, 15,6 Meter. Wir machen scharf. Mögen Sie mich scharf, Chat, ne? Ihr wollt auch scharf. Ja, ich weiß es doch. So, das machen wir. Dann stellen wir jetzt hier nochmal ein. Was ist das Feld? 39, glaube ich. Ist richtig eingestellt. Und dann schnabulieren wir uns hier den... Wo ist denn der? Da ist er. Wo? Was machen wir denn mit den Erbsen? Erbsenstroh. Gott, alles nicht alles gibt. So, 39. Habe ich irgendeine Verwendung für die Erbsen? Ich habe gar nicht geguckt diese Woche, wie sie mit den Produktionen aussieht, ne? Saatgutherstellung, sagt er. Möglicherweise. Mal gucken, ob irgendwas fehlt. Sieht aber soweit ganz okay aus. Nö, ist nichts rot. Sehr gut. Erbsen für Saatgut, okay. Düngerherstellung, Fermenter, Fischer, Gewächshaus, Glasfabrik. Blieblab, blubi blub. Labor, Molkerei, Pelletsfabrik.
Raffinerie, da sind wir zu Hause. Die Saatgutproduktion Erbsen, das müsste die 4 sein. Das ist die 4, die läuft sogar schon. Okay, sehr gut. Das bringst du bitte in die Saatgutproduktion. Die ist weiter unten, weil S kommt nach D. Abladen. Und das Ganze machst du mit Erbsen, mein Freund. Los geht die wilde Fahrt. Erbsen für Erbsensuppe. Werner macht für uns Erbsensuppe für nächsten Dienstag. Hast du irgendwie... Was ist passiert? Nein, dann machen wir nicht natürlich. Das machen wir natürlich nicht. So, da kommt der Wender. Ist er nicht der LKW wieder mal im Graben? Oder wo ist der LKW? Ah, der steht da hinten. Guck mal, der fährt. Ich bin begeistert. Die Schafe könnten noch Freunde gebrauchen für Schafsmilch. Naja, die Tiere, schauen wir uns das mal an. Aber oh lolle, wann werden die nächsten Kühe eigentlich geboren? Ich spule und spule und spule. 50% Reproduktion, okay. Ach so. Wir haben da jetzt einige verschiedene drin, ne? 44, das sind die alten. 15 Monate und 5 Monate. Okay, die sind noch ein bisschen frisch. Ja. Die Schweine, denen geht's auch. Oder ist aber auch was nachgekommen? 2 Monate alt, ne? Lol, da ist ordentlich was nachgekommen. Ich glaube, der Stall ist voll sogar. Hühner könnte man noch aufstocken. Könnte man noch... Ein Monat, da ist auch was nachgekommen. Wir haben 250 Hühner mehr. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Warum sagt mir das keiner? Okay, wir haben auf alle Fälle richtig viele Tiere mittlerweile. 5, das ist ein bisschen her, aber da haben wir noch Platz, weil das ist... Wieso haben wir denn nur so wenig Tiere drin? Müssen wir da was umstallen, Chat? Ich sehe hier 1000 Tiere. Da haben wir jetzt drin 200, 600, 800. Und da haben wir 1600 Rinder theoretisch Platz und haben nur in Anführungszeichen 400 drin. Ja, der Hahn hat richtig gearbeitet, du. Sag ich dir aber. Und Schafe haben wir 400 Stück drin. In 800 rein. Wir haben aber schon eine Reproduktion von, 6, von 60. Von dem her, da warten wir, würde ich sagen. Da warten wir. Liebe Leute, wir sind aber auch fertig für heute. Ich danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht es gut. Tschüssi, bye bye.